Also, herzlich willkommen zu unserem zweiten Episode in unserer Traders Launch Podcast von Tradern für Trader. Mein Name ist Achim Autz und ich bin der Gründer und Leiter der Trading Community Ratgebergeld.at. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit dem Bereich Gewinne laufen lassen. Welche Methoden gibt es hier und wie lassen sich diese je nach Marktlage einsetzen? Heute zu Gast bei mir, wie auch beim letzten Mal wieder, Andreas Bernstein, alias Bernecker 1977, findet man ihn auf wallstreetonline.de und Betreiber des Twitch-Kanals Fit for Finanzen. Herzlichen Dank, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Bin sehr, sehr gespannt auf deine Themen und auf deinen Input. Ebenfalls heute natürlich wieder mit dabei, Trader, Mentor und auch Coach Andreas Fink von tradingforfreedom.de. Ebenfalls auch beim letzten Mal mit schon dabei gewesen. Mike Seidel darf natürlich nicht vergessen werden. Ebenfalls Trader und Coach bei investorschule.de und Frontmann des Brokers Tickmill hier in Deutschland. Und heute ebenfalls neu mit am Bord ist Wolfgang Zussner, seit vielen Jahren auch Trader und Frontmann unseres Trading-Dienstes Alpha Trader hier bei Ratgebergeld.at. Ja, also ich freue mich auf eine sehr interessante Diskussion heute mit euch. Und das war das Thema, das ich also hier quasi die Zuhörer und Zuschauer beim letzten Mal auch gewünscht haben. Ja, wir haben sehr, sehr viele andere Themen noch hier mit dabei. Ja, mal schauen, wohin die Reise geht. Money Management, Risk Management. Letztens haben wir ein bisschen so in Richtung Trading-Strategien geblickt. Und heute schauen wir uns einmal ein bisschen das Thema Gewinne laufen lassen an. Wir hatten ja jetzt vorhin in der Vorbereitung schon eine ganz, ganz interessante Situation, wo eigentlich eine absolut neue Frage aufgetaucht ist. Und da gebe ich die Frage jetzt gleich mal weiter an Andreas Bernstein. Macht es denn überhaupt Sinn, Gewinne laufen zu lassen, oder ist es eher sinnvoll, deines Erachtens, einfach Gewinne ab einem gewissen Prozentsatz, ab einem gewissen Bereich, wenn man ein Gewinn ist, einfach mitzunehmen? Wie siehst du das? Also man muss hier abstrahieren natürlich vom Anlagehorizont. Ich als Anleger für meine Altersvorsorge als Beispiel lasse Gewinne dann natürlich laufen, weil es macht keinen Sinn, ein großes Portfolio oder auch größere ETF-Positionen dann bei jeder kleinen Kursschwankung wieder aus dem Depot rauszunehmen, wieder einen neuen Einstieg zu suchen und so weiter. Also sowas lässt man länger laufen, gerade vor dem Hintergrund auch von Dividenden, die sich ja durchaus dann auch bei deutschen Werten nur einmal im Jahr bieten. Ja, da sollte man dann auch mindestens über die Zeit hinweg und über eine längere Distanz das laufen lassen, um sich unternehmerisch zu beteiligen. Als reiner Daytrader, und das ist mein favorisiertes Segment, in dem ich mich aufhalte, da lasse ich Gewinne gar nicht so lange laufen, weil da kommt die Psychologie ins Spiel. Also zum einen möchte ich den Kurskapriolen am Markt, dem unruhigen Fahrwasser, wie es so oft heißt, mein Kapital auch nicht unnötig lange aussetzen, sondern gehe kurz in den Markt, gehe auch schnell wieder raus. Und zum anderen ist es so, dass ich natürlich auch von der Mentalität her ein Typus bin, und das muss jeder für sich selber rausfinden, was er für ein Typus ist, der sich freut, wenn er quasi auch die Gewinne in der Hand hält. Also jeder Trade ist ja pauschal erst einmal ein Verlusttrade, weil man ja Kosten hat, weil man den Spread hat, weil man irgendwo seinen Stopp im Markt hat, der am Anfang nur im Minus stehen kann, ganz logisch. Und wenn dann der Kurs losläuft, versucht man so sukzessive vielleicht den Stopp nachzuziehen, ist dann Break-Even, atmet schon mal durch, wir alle kennen das sicherlich. Auch als Zuschauer ist dir das nichts Unbekanntes. Und wenn dann aber ein Gewinn wieder komplett dahinschmelzen würde und er wäre komplett weg, das ist so die Höchststrafe, so empfinde ich das zumindest. Also deswegen versuche ich, sehr, sehr schnell Teilgewinne erst mitzunehmen und dann auch für die ganze Position den Gewinn relativ zügig einzustreichen. Dann bin ich wieder frei vom Kopf und kann mir was Neues aussuchen. Thema Teilgewinne haben wir jetzt auch schon mal gehört von dir. Natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Sachen Trading. Andreas Fink, ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, mal vor ein oder zwei Jahren einmal ein Gespräch auf der World of Trading hier geführt. Andreas Fink, du hast mir damals gesagt, soweit ich mich erinnern kann, du bist nicht so sehr ein Fan von Teilgewinne mitnehmen. Ja? Vielleicht holst du noch einmal zu diesem Thema aus. Würde mich interessieren, was du zu dem Thema sagst. Ich hoffe, ihr hört mich. Was ist das vom Ton? Ich höre dich allerdings sehr, sehr, sehr leise. Okay, dann machen wir ein bisschen lauter.
So in Ordnung? Passt das soweit? Nee, nicht wirklich. Okay, dann müssen wir schauen, woran das liegt hier ganz kurz. Näher ran ans Mikro. Geh mal näher ran. Ein Stück ran. Jetzt da? Ja. Es könnte eventuell sein, dass du, das passiert mir auch immer wieder mal, dass du vielleicht die Audio von der Webcam aktiviert hast und nicht die vom Mikrofon. Das könnte durchaus sein. Hatte ich auch schon mal. Schauen. Aber ich gehe jetzt mal für die Frage immer so weit hin, dann gucke ich gleich nochmal. Ja, haben wir uns unterhalten, richtig. Ich bin dann großer Freund vom Skalieren. Und zwar im Skalieren, nicht im Gewinn, also aus der Gewinnposition raus skalieren, also Teilgewinne mitnehmen, sondern ich skaliere eher aus der Verlustposition raus, versuche da eben meine Verluste möglichst gering zu halten. Und im Gegensatz dazu versuche ich sogar eher noch in die Gewinnposition rein zu skalieren, also da meine Positionsgröße zu erhöhen. Geht aber größtenteils auch nur, wenn man Positionen auch länger hält, oder? Sicherlich hängt es dann von dem Zeitrahmen ab, in dem ich handle. Also wenn ich jetzt da in einem 5-Minuten-Chart unterwegs bin, ist es deutlich schwieriger. Wenn ich jetzt im Swing Trading unterwegs bin und die Positionen 2, 3, 4 Tage, vielleicht auch nochmal eine Woche halte, dann geht das natürlich deutlich leichter. Mhm. Etwas, was sicherlich auch sehr, sehr viele generell auch Anfänger interessiert. Ja, die Anfänger machen ja meistens so immer wieder den Fehler. Die machen es ja eigentlich genau umgekehrt. Ja, die lassen meistens ihre Verluste laufen, weil sie sich halt irgendwo meistens so in eine bestimmte Aktie, in einen bestimmten Sektor verlieben und nehmen einfach ihre Gewinne ein bisschen zu schnell mit, weil sie Angst haben, dass der Gewinn relativ schnell weg sein könnte. Ja, das ist einfach dieses menschliche Phänomen, das wir immer wieder auch haben. Mike, du kennst ja die Geschichte. Wir alle haben das ja schon einmal mitgemacht und auch durchgemacht. Wie bist du mit dem Thema umgegangen und welchen Tipp könntest du Anlegern weitergeben? Wie kann man das ändern, dass man also nicht mehr seine Verluste laufen lässt und die Gewinne kappt, sondern genau umgekehrt, dass man seine Verluste relativ schnell kappt und die Gewinne laufen lässt? Ja, die Geschichte, die kenne ich sehr, sehr genau. Ich hatte genau dieselben Probleme. Bis ich gelernt habe, dass es sinnvoller ist, Gewinne zu pyramidieren und die Verluste klein zu halten. Und die Strategie, die ich oder zu der ich gekommen bin über meinen Weg, die hatte einen komplett anderen Weg. Das ist ein Weg, den ich auch so noch nirgendwo gelesen habe. Sondern ich habe mir einfach mal überlegt, was macht denn ein Unternehmer in seinem Unternehmen, wenn er mit seinem Gewinn nicht zufrieden ist oder in die Verlustphase kommt. Und ein Unternehmer schaut sich einfach an, womit er in seinem Unternehmen Geld macht und womit er Geld verliert. Und dann schaut er sich irgendwann halt auch an, okay, wie viel Geld gewinne ich denn auf der einen Seite bei meinem Umsatz und wie viel Geld bezahle ich auf der anderen Seite, um zu dem Umsatz zu kommen. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich überprüft habe, wo sind denn jetzt meine Gewinner und wie groß sind die und wie groß sind die Verlierer. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich auch damals, wo ich das gemacht habe, eine Phase gehabt habe, in der ich, eine relativ gute Trefferquote gehabt habe, aber trotzdem nicht deutlich in die Pluszone gekommen bin. Und da habe ich gemerkt, ich muss zum einen was am Risikomanagement ändern. Das heißt, ich muss meine Stops kleiner machen, um bei meiner Trefferquote vernünftige Gewinne zu erwirtschaften. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dort in ein sauberes Fahrwasser gekommen bin. Und irgendwann habe ich dann die Überlegung getroffen, okay, was würde denn passieren, wenn du deine Positionen strategisch so eröffnest, dass du in die Gewinne pyramidieren kannst. Das heißt, im Umkehrschluss bin ich dahin gekommen, dass ich am Anfang von einem Trade, den ich sauber durchtrade, die kleinste Position habe. Und wenn die ausgestoppt wird, dann bin ich an einem Punkt raus, wo ich sage, das ist für mich vertretbar. Und wenn ich dann dazu komme, dass ich den Trade auch pyramidieren kann, dann habe ich halt die Position nach oben geschoben, wird dann immer größer. Und dadurch komme ich in die Situation, dass ich den Trade zum einen immer wieder überprüfe. Das heißt, wenn ich ihn pyramidiere, brauche ich auch wieder ein Kaufsignal. Oder wenn ich short unterwegs bin, ein Verkaufssignal. Damit stelle ich den Trade jedes Mal wieder in Frage, ob er überhaupt passt. Und wenn es dann läuft, dann komme ich halt in das Verhältnis, dass ich deutlich mehr Gewinne habe als Verluste habe und dadurch passt die Ratio für mich. Also so bin ich in diese Richtung reingekommen. Das heißt, um das jetzt auch für die breite Teilnehmerschaft hier ein bisschen zusammenzufassen,
Nehmen wir jetzt einmal so eine Situation her. Wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung. Ich würde jetzt einmal, ich weiß, du schaust ja auch immer wieder die Märkte an, aktuell zum Beispiel einen Russell 2000 hernehmen. Ja, der war jetzt 6-7 Monate in einer Seitwärtsbewegung, hat jetzt gerade einen ganz großen Breakout hinter sich gebracht. Jetzt aktuell sehen wir den Pullback. Das heißt, du würdest also quasi einmal in diesem Breakout eher mal klein reingehen. Und wenn die Position in die richtige Richtung läuft und bildet sich, sagen wir mal, in 1-2 Monaten eine Bullenflagge oder ein Wimpel und du bist bereits im Gewinn, dann würdest du dann nach dem Ausbruch aus dieser bullischen Formation quasi deine Position weiter erhöhen. Das ist Pyramidisieren. Genau, richtig. Das ist genau der Punkt. Ich suche mir saubere Einstiege, wie zum Beispiel auch im Russell, der Breakout über die Marke von 2310 Punkte. Da war ein gutes Breakout-Level und danach kam schon das nächste Breakout-Level oben aus der Range raus und solche Sachen nutze ich dann zu pyramidieren, ganz genau. Mhm. Oder jetzt im Rücksetzer warte ich dort eine Umkehr ab und dann geht es wieder in die Pyramide rein. Okay. Vielleicht Wolfgang? Darf ich da zwei aktuelle Beispiele reinbringen. Also ich gebe dir völlig recht, Mike, wenn du Mittelfrist-Trading, Swing-Trading, da macht sowas ja Sinn. Aber als Day-Trader hast du ja ganz oft schnelle Richtungswechsel. Beispiel heute Morgen der DAX, wir eröffnen bei 16.000, fallen nochmal mehr als 100 Punkte, nachdem es schon eine 100-Punkte-Kurslücke gab zu gestern, um dann unter 15.900 kehrt zu machen und wieder 100 nach oben anzuziehen. Also da ist man doch mit engen Stops nachziehen und Schnellgewinne mitnehmen viel, viel besser dabei, oder? Nein, wenn du im Trend unterwegs bist, ist das für mich entspannter, das über diesen Weg zu machen, weil ich dort einfacher reinkomme. Das heißt, da ist die Zeiteinheit für mich irrelevant. Da schaue ich aufs Chartbild und wenn ich mich in einem Trend befinde, dann ist das dort, wo ich in den Trend reinpyramidiere. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja so, dass der Trend, der DAX in der kleinen Zeiteinheit im Stundenchart im Abwärtstrend ist. Und da hätte ich jetzt bei einem Short-Trade überhaupt keine Probleme zu pyramidieren. Bei einem Long-Trade hätte ich schon meine Probleme, weil der gegen den aktuellen Trend ist. Und da würde ich sowas nicht machen. Also wenn ich gegen den Trend unterwegs bin, falls ich sowas mache, das mache ich nur sehr, sehr selten, wenn dann in ganz, ganz langen Übertreibungsphasen, dann ziehe ich den Stopp auch extrem eng nach. Da will ich dir mal keine Lust lassen, weil ich trade quasi gegen den fahrenden Zug. Und da habe ich keinen Bock, unter die Räder zu kommen, weil das tut immer weh. Ja, im Daytrading muss ich ganz offen und ehrlich sagen, mache ich es teils. Also wenn ich jetzt wirklich auch merke, ich habe jetzt einen ganz, ganz starken Trend-Day, ja, sei es jetzt S&P, Nasdaq, Russell oder sonst was, dann neige ich auch dazu, wie gesagt, Teilgewinne mitzunehmen. Und wenn sich innerhalb des Tages nochmal eine Formation bildet in dem Trade, den ich gerade drinnen bin, ZB jetzt Index Trading, mache ich auch hier und da eben quasi nochmal einen zweiten Trade nach. Aber ich gebe dir auf alle Fälle auch recht, Andreas. Also im Daytrading ist es natürlich wahnsinnig schwieriger, jetzt zu pyramidisieren, als wie wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt über Wochen, Monate einen Trade im Laufen und man kann immer wieder bei bestimmten Formationen nachlegen. Und ein kleiner Tipp, weil sehr, sehr viele haben ja auch beim letzten Mal gesagt, geht ein bisschen mehr dort und da ins Detail. Also mein Tipp, und das gebe ich ja immer wieder auch bei den Livestreams weiter, man erkennt einen sehr, sehr guten Trend-Day. Nasdaq und S&P dann, wenn man wirklich konstant über den gesamten Tag über, da habe ich einen Indikator, den liebe ich, EMA9 ist der exponentielle gleitende Durchschnitt der Periode 9 und gebt euch den dann einmal in einem 15-Minuten-Chart. Und ihr werdet sehen, wenn ihr einen Trend-Day abhabt, wo der Markt ZB jetzt mit einem Gap nach oben eröffnet, mit 0,5% und wir haben am Ende des Tages 1,5% plus oder auch umgekehrt, ein Marktgap 0,5% nach unten und endet damit 1-2% im Minus, dass man eigentlich bei so einem Trendtag diesen EMA 9 im 15-Minuten-Chart ganz, ganz selten per Schlusskurs bricht. Also das ist für mich auch immer wieder ein sehr, sehr schöner Indikator, wo ich dann weiß, Gewinne laufen lassen und wenn ich dann Intraday ein Setup bekomme in Richtung dieses täglichen Trends, dann kann das hier und da eben auch im Daytrading ganz gut funktionieren. Ja, und das sind dann, wenn ich da mal noch einhaken darf, das sind gerade bei den Indizes dann ganz oft die Tage, wo wir in weiten Bewegungen oder an extremen Punkten stehen. Dann kriegst du an solchen Stellen sehr oft eine Umkehr und dort unten kommst du dann wirklich trendig rein. Und wenn du da in den 2 Minuten oder 5 Minuten Trend oder Chart schaust, merkst du, wie sich die Trends bilden und dieses Ding kannst du wirklich reiten. Da ist du ein Flow. Dann hast du ganz oft die Kerzen, die auf Tageshoch schließen. Dann geht das meistens am nächsten Tag auch sogar noch ein Stückchen weiter. Also das sind wirklich immer sehr, sehr schöne Einstiegspunkte, um dort auch kurzfristig reinzukommen. Sehe ich auch so, ja. Wolfgang,
Du hast ja vor einem Jahr quasi die Leitung im Alpha Trader hier bei Ratgebergeld.at übernommen. Da werden ja hauptsächlich auch europäische Aktien getradet. Und ihr tradet ja hauptsächlich aus dem Tageschart heraus, Formationen, Ausbrüche, Pullbacks und so weiter. Habt ihr da eine fixe Methode, wo ihr sagt, das ist genau das System, wo wir fix die Gewinne laufen lassen oder Teilgewinne mitnehmen? Macht ihr das individuell? Wie geht ihr da im Alpha Trader davor? Ja, im Alpha Trader macht man das so, wie wir schon gesprochen haben. Wir haben jetzt doch einige Beispiele schon gehabt. Wir benutzen da im Prinzip das Risiko und sagen, der Trade bei einem R ist nachher schon einmal ein Gewinntrade und da entscheidet man nachher individuell, nimmt man da Teilgewinne mit, lässt man die Position dann nachher dementsprechend weiterlaufen. Teilgewinnmitnahme geht entweder halbe Position, Drittelposition oder stelle die Gewinne da komplett schon fällig und freue mich nachher über die Gewinne, die ich habe. Die Erkenntnis aus dem Alpha Trader ist, dass man natürlich viele Setups immer wieder hat und man kann die Gewinne sehr schön laufen lassen. Die Vorbereitung ist vielleicht ganz wichtig für die Beginner auch. Es ist nicht so, dass jedes Setup überhaupt getriggert wird. Das heißt, wir sehen viele Setups auch und wenn der Markt aber entsprechend nicht reagiert, dann haben wir auch das Thema, dass wir im Prinzip mit unserem Setup ja gar nicht einmal eingetriggert werden. Das heißt, wir bleiben an der Seitenlinie und haben somit wieder eine neue Chance. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir hergängen und sagen, wir cutten nachher im Prinzip die Verluste sofort wieder nach einer gewissen Strategie, eben wie man es jetzt mit einer sehr, wir arbeiten sehr oft mit Pivotpunkten ab, dass man da im Prinzip wirklich hergeht und sagt, die Verluste nicht weiterlaufen lassen. Und zwar auch aus dem Grund wieder für Anfänger ganz interessant, wenn ich den Plan vorher habe und mir an den Plan wirklich halte, dann ist eine Strategie, die nachweislich auf der Gewinnerseite möglich ist, also sprich eine Strategie, die einen Gewinnvorteil hat, dann kann man mit der auch wirklich was machen. Meistens ist ja die psychologische Falle da, dass man dann sagt, okay, die Aktie, die gefällt mir, die habe ich mir ausgesucht, die habe ich gut analysiert und dann gehe ich im Prinzip her und sage, an dem halte ich fest, ich tue gar keinen Stopp rein, ich nehme einen Stopp raus und in Summe pyramidisiere ich wahrscheinlich immer wieder meine Verluste und dann mache ich genau das Gegenteil, wie es der Mike macht. Ja, das heißt, Was wir da auch schon sehen und in deinem Style von Trading, du hast quasi eine fixe Strategie, wo du sagst, du weißt, die funktioniert, ja, und gehst dann wahrscheinlich auch nach einer gewissen Periode, sei es jetzt wöchentlich, monatlich oder quartalsmäßig, dann auch mal her und analysierst deine Methode, die du gemacht hast. Ja, sprich, nach 100 oder 150 Trades schaut man mal rein oder wenn nicht sogar schon früher, okay, was könnte man vielleicht da jetzt noch ein bisschen verbessern in dieser Strategie? Ja, was könnte man verschönern? Meistens ist es ja eher mehr dann nur noch Feintuning, wo man sagt, naja, den Stop-Loss vielleicht ein bisschen weiter weg, den Stop-Loss am Anfang ein bisschen vielleicht ein bisschen enger setzen. Auch bei den Gewinnmitnahmen oder beim Trailen von Gewinnen habe ich da meine Trailing-Stops vielleicht zu eng gesetzt oder zu weit weg gesetzt. Wie kann man das Ganze immer wieder machen? Aber auf alle Fälle, es gibt einen Plan. Ja. Es gibt einen fixen Plan auch für dich, wo du sagst, den ziehe ich durch. Aber ich gehe mal davon aus, dass du auch nach einer gewissen Periode auch diesen Plan immer wieder eruierst und gegebenenfalls auch neu wieder überarbeitest. Ja, definitiv. Und vielleicht auch ganz eine wichtige Sache dabei ist, wir schützen auch das Konto. Also wir schützen in erster Linie unser Konto, um handlungsfähig zu bleiben. Wir schauen zwar natürlich auch, dass wir Gewinne machen, nur der Kontoschutz steht einmal ganz vorne, weil wenn ich kein Kapital mehr habe als Trader, ist Traden vorbei. Ja, stimmt auf alle Fälle. Andreas Bernstein. Ich bin mir ziemlich sicher, Wolfgang hat jetzt ja mal ein Wort in den Mund genommen. Vielleicht kannst du das auch für die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen noch mal ein bisschen erklären, das Wort R. Wir alle Trader arbeiten mit Rs, ja. Und nachdem du ja hauptsächlich im Daytrading unterwegs bist, gehe ich einmal davon aus, dass du mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel mit deinen Gewinnen und Gewinne laufen lassen, auch mit den sogenannten Rs arbeitest. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Das ist nicht dieses, wenn du Gewinn hast und dann kommt deine Frau an und sagt, nein, das ist nicht gemeint. R wie Risiko meinst du. Genau. Dann haben wir das auch nochmal klargestellt für alle, denen jetzt die Fantasie durchgegangen ist. Also
Auch da gibt es ja verschiedenste Systeme, wie hoch das R sein könnte. Also die meisten handeln mit einem R. Also das heißt, dass man den Gewinn nicht oder mindestens so hoch wie das Risiko hier ausstaffiert. Es gibt aber auch andere Methoden. Also ich habe schon Trader-Kollegen erlebt, die sagen, sie haben ein Risiko im DAX zum Beispiel von 100 Punkten. Das ist ihr Notstopp und sie versuchen dann immer 20 Punkte Gewinn mitzunehmen. Also da ist das natürlich ein Missverhältnis nach der normalen Formel. Aber über die Trefferquote, also über die Anzahl der Trades, die sie in den Gewinn bringen, funktioniert es unterm Strich. Also das ist immer abhängig von dem System, was du fährst. Und es ist aber nicht so, dass man sagen kann, ich setze das Risiko weit weg, dann werde ich ganz selten ausgestoppt. Denn wenn es dann wirklich mal zu so einem Ausstopper kommt und man hat den Notstopp, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei 100 Punkten, dann würde in dem Fall, wenn man immer 20 Punkte Gewinn sukzessive mitnimmt, ja 5 Gewinntrades mit einem Ausstopper direkt wieder eingefangen oder zerstört. Also da muss man für sich den richtigen Weg finden. Ich versuche immer, das anhand von einer Kenngröße zu orientieren, die ich greifen kann. Also ich arbeite zum Beispiel im DAX mit einem Stopp von 12 bis 20 Punkten. Das klingt bei der aktuellen Volatilität nicht viel. Ja, also da könnte man meinen, oh, da würde man ja sofort ausgestoppt. Aber ich gehe ja auch an Schwellen nur in den Markt rein, wo schon die Bewegung gerade angestoßen wird. Also wo ich auch relativ zügig dann durch einen Ausbruchstrade zum Beispiel den Stopp auf Break-Even oder sogar in den Gewinn setzen kann. Insofern kommt es, wenn es zum Ausstopper kommt, ja sowieso zwangsläufig dazu, weil mein Szenario nicht aufgegangen ist. Wenn ich an einer Ausbruchsposition in den Markt mich hinein begebe, um darauf zu spekulieren, dass der Ausbruch erfolgt, wie zum Beispiel heute Morgen unter der 16.000, dass wir direkt dieses Gap noch schließen, was wir von Anfang des Monats vom 4. November hinterlassen haben, dann spekuliere ich ja darauf, dass ein Schub reinkommt, dann kann ich auch mit einem engen Stop arbeiten und dann ist natürlich das Potenzial einiges höher als dieses R, dieses Risiko, was ich eingehe. Also da muss man ein bisschen subsumieren und für sich den richtigen Weg finden. Ansonsten das Risiko ist immer zu beachten. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die tatsächlich gesagt haben, ich arbeite gar nicht mit Stop, weil ich werde eh nur ausgestoppt und das ist ja etwas Kurzfristiges, aber die kommen ganz oft dann in diese Psychofalle irgendwann mal rein. Das mag nicht über Wochen oder Monate geschehen, aber irgendwann passiert es dann doch, dass der Markt komplett gegen einen läuft und dass man dann es nicht schafft, die Reißleine zu ziehen. Das vergleiche ich gerne mit diesem biologischen Experiment, was in den Schulen seit Jahrzehnten zu Recht verboten ist. Aber als ich noch in die Schule ging, gab es das noch. Da hat der Biologielehrer tatsächlich eine Kröte, einen Frosch in einen Wasserbehälter gesetzt und hat den Wasserbehälter erhitzt und der Frosch ist gestorben, weil wenn es langsam erhitzt wird, das Wasser, denkt sich der Frosch, ich gehe mal von aus, er kann auch denken, ja, ich hüpfe gleich raus, aber ich bin gerade so faul, Quark, es wird ganz schön warm, Quark, gleich hüpfe ich raus und irgendwann verpasst er diesen Punkt. Und das sind dann genau diese sogenannten Depotleichen, ob das jetzt eine Wirecard ist, die seit letzter Woche gar nicht mehr in den regulären Märkten gelistet ist, an regulären Börsen, die bei 3 Cent steht. Ja, da hat sich vielleicht auch der ein oder andere bei dem Flop unter 100 Euro gedacht, da steige ich demnächst mal aus. Und dann bei 80, 50 kommt so eine Lähmung daher, wie beim Frosch eben, und dann verpasst man es. Also ein R sollte es für jeden geben. Wo er das festlegt im Verhältnis zum Gewinn, das ist dann wieder individuell. Mhm. Aber es ist auch relativ schön und interessant, auch mal so generell so Ansätze oder ganz konträre Ansätze auch zu hören. Also ich zum Beispiel, wenn ich Swing Trades mache und ich habe einen Breakout Trades, Swing Trades, so typische Formation, die über 2-3 Wochen gebildet wird und wir haben dann ein richtig schönes Volumen beim Ausbruch. Also ich bin zum Beispiel ein Fan von 1,5 bis 2 R, um es wirklich auf den Punkt zu bringen. Das heißt, sobald ich 1,5 bis 2 R im Gewinn bin, entscheide ich, ob ich also ein Drittel oder die Hälfte der Position vom Tisch nehme, kommt auch immer wieder darauf an, wie dynamisch dieser Anstieg ist. Also habe ich einen sehr starken dynamischen Anstieg, nämlich eher ein Drittel vom Tisch, geht das Ding halt gemächlich nach oben und ich sage, okay, schauen wir mal, wie es weitergeht, nämlich vielleicht die Hälfte vom Tisch. Ne? Aber ich habe auf alle Fälle dann meistens auch meinen Stop-Loss, den ich gesetzt habe, schon einmal abgesichert. Kann denn dann, nachdem ich Teilgewinne mitgenommen habe, auch vielleicht dann schon mal ein bisschen nachziehen. Aber da hat jeder so seine eigenen Strategien. Ja, also ich zum Beispiel selber habe ja, und das ist ja auch an und für sich bei sehr, sehr vielen professionellen Tradern so, selten eine Trefferquote, die weit über 50% geht, was eben auch hauptsächlich damit zusammenhängt, dass ich ein absoluter Fan bin von Verlusten mitnehmen. Ja, also je wenig und schneller, desto besser.
Denn ein Trade muss für mich einfach von Anfang an richtig flashen. Ja, das heißt, ich habe relativ viele Trades, wo ich halt ein kleines Minus baue, aber die Trades, wo ich dann einen schönen Gewinn mache, sind dann auch zu 50% da, aber die machen dann im Summe natürlich viel mehr Gewinn als wie die, wo ich dann eben meine Verluste habe. Ne? Mike, mich würde auch bei dir interessieren, wie gehst du mit dem Thema R um? Ja, wie machst du das so in deinen Trades? Das werde ich jetzt einfach mal bei allen durchfragen. Ja. Und gibt es für dich in deinem Trading eigentlich so einen heiligen Gral für dich bei deinen Trading-Systemen, wo du sagst, das ist der Trailing-Stop, den ich immer verwende? Also es ist prinzipiell, mein Trading-Kollege und Freund Martin Birsch, der sagt immer, ich bin eine Pussy im Trading, weil ich einfach mein Risikomanagement ganz anders annehme, nämlich zwar schon in dem Moment, in dem ich Trades überhaupt plane. Also ich sehe das ja bei ihm, wir arbeiten recht eng zusammen, auch im Aktienbereich, und er tradet halt deutlich häufiger als ich, ist aber nicht am Ende erfolgreicher als ich. Das heißt, wir beide haben komplett unterschiedliche Anzahl von Trades, die gleichen Trading-Ansätze. Er arbeitet gerne auch mit einem R. Ich gucke gar nicht auf ein R. Das heißt, bei mir ist die gesamte Portfoliostreuung so, dass ich die Risiken als R gar nicht abmesse. Ich habe ja vorhin kurz erklärt, wie ich das mache, wie ich das im groben Bilde zusammensetze. Für mich ist es wichtig, dass es eine Risikobegrenzung gibt und da für mich auch immer über den Daumen eine Regelung, dass ich sage, okay, mein Gewinn muss, ich messe das einfach per Daumen ab. Wenn mein Gewinn im Chart größer ist als das Risiko, dann passt das grundsätzlich für mich schon mal. Also Mathe funktioniert für mich im Trading nicht. Und damit komme ich in die Situation, dass ich, wenn ich einen Trade absetze, immer deutlich mehr an Gewinnchance habe, als ich das am Risiko habe. Das heißt, ich arbeite, wenn du es auf R-Werte rumrechnen möchtest, mal immer wenigstens mit einem R von 1,5 bis 2. Also unter dem mache ich nichts, weil sonst lohnt sich das Ganze für mich nicht. Und auf der anderen Seite habe ich ziemlich strenge Regeln, welchen Trade ich überhaupt mache. Das heißt, ich habe ja ganz normal meinen Signalscanner, wo meine Handelssignale dabei rauskommen. Und da ist es so, dass ich grundsätzlich mir dann den Chart anschaue und sage, okay, habe ich denn jetzt das richtige Verhalten der Marktteilnehmer? Das heißt, zu den klassischen technischen Aspekten, zum Beispiel, ich habe einen Trend, ich habe eine Korrektur und ich habe eine Umkehrkerze in der Korrektur, die wieder in Richtung des Trends geht. Wenn die bestätigt wird, heißt das für mich, ja, du darfst jetzt den Trade auch absetzen. Und auf der anderen Seite schaue ich dann halt auf so Dinge, wie verhält sich denn der Markt? Wie ist das momentane Volumen in der Korrektur? Und nur dann, wenn diese Parameter stimmen, dann gehe ich den Trade ein. Das heißt, da setzt bei mir das Risikomanagement schon bei der Trade-Auswahl an, wo ich überhaupt reingehe und wo nicht. Das heißt, man sieht auch schon, obwohl eigentlich alles bei uns mit Strategien zu tun hat und sehr, sehr viel auch mit Mathematik und mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, es gibt auch so gewisse Bereiche, wo man sagt, das muss jetzt nicht ganz genau 1,4, 1,5, 1,9 oder 2 R sein, also nicht ganz so fix und mathematisch. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Gestern sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also wir haben gestern zum Beispiel auch auf Ratgebergeld Breakouts gehandelt in Solaraktien. Da war Solar Edge, First Solar. Wir hatten gestern Light, Lumentum Holdings oder Livent, eine sehr, sehr interessante Uranaktie. Was ich immer wieder sehr, sehr gut mache oder sehr, sehr gerne mache, auch so vielleicht ein kleiner Tipp an alle, die heute zuschauen, ist, ich möchte in diese Zone 1,5 bis 2 eher auch mindestens kommen. Das heißt, ich bin auch eher so der Fan von Auge mal Pi schauen. In diese Zone möchte ich in etwa hineinkommen. Und was ich dann bei einem Breakout sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich intraday, das klingt jetzt zwar komisch, ich mache sehr, sehr gerne Swing Trades, aber intraday wirklich auf diese Pivot-Points schaue, diesen R1, R2, R3, die sogenannten Pivot-Punkte, die kennt ihr, glaube ich, auch alle. Und eine Auffälligkeit, die ich gerade bei US-Aktien einfach immer wieder festgestellt habe, auch bei starken Ausbrüchen nach oben, dass die nach dem ersten Schub sehr, sehr gerne bei R2 oder R3 drehen. Das ist für mich dann immer wieder so die Basis, wo ich sage, dann nehme ich immer einfach ein bisschen was vom Tisch. Ich weiß, okay, der Trade läuft jetzt schon mal in meine Richtung. Ich nehme ein bisschen was vom Tisch, fühle mich auch ein bisschen besser. Der Trade ist auch ein bisschen safer. Das hat mir zum Beispiel auch gestern, um es wirklich so auszudrücken, wie sie es, den Hintern gerettet, weil wir hatten gestern ein unglaubliches Reversal. Gerade bei Technologiewerten. Wir hatten Solarwerte, die waren 5-6% teilweise im Plus, um dann eine Stunde später 10% nach unten zu gehen.
Und wenn man da im Trading seine Gewinne oder nicht Teilgewinne mitnimmt, naja, dann ist man wahrscheinlich im Worst Case irgendwo auf einem Minus gelandet oder im Best Case vielleicht auf plus minus null bei dem Einstieg. Ist natürlich auch immer wieder, glaube ich, abhängig von den Märkten, die man so tradet. Ne? Alle Märkte verhalten sich da ein bisschen anders. Andreas Fink, bei dir auch die Frage, ob du mit dem Thema R arbeitest, würde mich sehr, 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 sehr interessieren. Und was sicherlich auch sehr, sehr viele, viele Anfänger interessiert, ich habe damit auch früher sehr, sehr viel gearbeitet, so mit Indikatoren. Wir kennen ja alle diesen Parabolik-SAR oder gleitende Durchschnitte. Inwieweit haltest du es sinnvoll, diese einzusetzen, Indikatoren, oder machst du das anders? Als jemand, der ein Trading-System handelt tagtäglich, Tag ein, Tag aus, spielt natürlich R eine ganz wichtige Rolle, weil da letzten Endes halt der Erwartungswert von meinem Trading-System gemessen wird. Letzten Endes gibt der Ausschlag darüber, ob das System, was ich handle, die Strategie, die ich handle, ob die langfristig erfolgreich ist und Gewinne abwirft oder nicht. Ja. Und entsprechend ist der R natürlich ein ganz wichtiger Faktor in meinem Handel. Und ich gucke halt und habe auch festgestellt, dass vielleicht nochmal zum Thema Teilgewinne mitnehmen, wenn ich in diesem Erwartungswertspektrum, wo Trefferquote eine große Rolle spielt und natürlich kombiniert mit dem Chance-Risiko-Verhältnis diesen Erwartungswert gibt, habe ich halt festgestellt, dass wenn ich die Teilgewinne nicht mitnehme, sondern meine Gewinne laufen lasse und ich dann irgendwo auf ein durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis komme von 2,3, 2,5, ja, dass dann meine Gewinne in Summe unterm Strich deutlich nach oben gehen und natürlich die Profitabilität vom System nach oben geht. Man muss das natürlich, das muss man dazu sagen, die Trefferquote geht dann natürlich etwas nach unten, keine Frage. Und da muss man persönlich damit klarkommen, also dass man einfach nicht so oft richtig liegt. Und das ist ja so dieser Kernpunkt, was zwischen den Ohren passiert, dass man mit diesen Verlusten, mit diesen Ausstoppern klarkommt und das nicht als irgendwie, ja, als Nein vom Markt sieht, sondern dass man das einfach akzeptiert, dass das ganz normal zum Trading mit dazugehört. Zur Frage hin, ob ich irgendwelche Indikatoren da drin habe, nein. Also bei mir ist das vorneweg, ich plane den Trade, ich schaue mal den Markt, den Preis und dann auch das Volumen ein bisschen mit an. Und identifiziere dann ganz klar, wo ich dann entsprechend nach meinem Regelwerk meine Stops hinlege, meine Gewinnziele platziere und dann geht das Schublade auf, Orders rein, Schublade zu und dann läuft der Trade für sich durch, automatisiert und dann will ich da auch gar nicht mehr das Ganze mitverfolgen und das vielleicht auch als Tipp für die Anfänger, ja, die dann gespannt, wenn sie einen Trade abgesetzt haben, vom Monitor sitzen und das Gewinn und Verlust von einem Trade mitverfolgen oder auch am Chart mitverfolgen, wohin der Trade läuft. Das sind halt alles potenzielle Situationen, wo man emotional wird und dann entgegen dem eigentlichen Regelwerk dann ja rausgeht, zu früh rausgeht oder sogar im Verlust dann entsprechend nachkauft oder die Stops nach unten versetzt, damit diese Fehler halt nicht passieren, am besten gar nicht zuschauen, was da genau im Detail passiert. Was mir bei deiner Aussage sehr gut gefallen hat, und das können wir, glaube ich, alle miteinander zusammengefasst jetzt mal sagen, es gibt also keinen heiligen Gral, was das Thema R angeht, und es gibt auch keinen heiligen Gral, was das Thema Trefferquote angeht. Ja? Das heißt, Trefferquote und das, was wir gewinnen im Verhältnis zu den Verlusten, das muss halt immer wieder irgendwo zusammenpassen. Ja? Das heißt, es liegt dann natürlich an jedem Einzelnen selber, dann seine Trades auch ein bisschen zu monetarisieren, auch wirklich nachzuschauen, okay, wie hoch ist meine Trefferquote und wie viele Rs muss ich eigentlich in der Trading-Strategie, die ich habe, überhaupt verdienen, um eigentlich längerfristig dann überhaupt hier irgendwo im Gewinn zu landen. Ja? Und darum, wie gesagt, gibt es hier kein richtig, kein falsch. Es hängt mit Sicherheit sehr stark davon ab, ob das jetzt Day-Trading, Swing-Trading, Positionstrading ist. Und es hängt natürlich auch mit Sicherheit sehr stark davon ab, ob ich jetzt Index-Trading, Rohstoff-Trading oder Aktien-Trading mache. Ja. Wolfgang, ich weiß, du bist ja auch, so wie ich, hier und da, ja, auch ein Fan auch von gleitenden Durchschnitten. Ja. Du schreibst ja auch zusammen mit mir ja auch an einem Börsenbrief, den wir auch haben extern noch.
Du verwendest, glaube ich, sehr wohl Indikatoren auch, um zumindest deine Stops zu machen oder auch die Gewinne laufen zu lassen. Gehe ich da recht? Ja, wie wir es vorher schon angesprochen haben, kommt natürlich auch immer wieder darauf an, wie der Markt gerade reagiert oder auch wie die einzelne Aktie reagiert. Jetzt haben wir natürlich gleitende Durchschnitte wie den EMA 20 zum Beispiel, der sich sehr oft einmal eignet als Anspielstation. Man kann die Aktien in der Historie sehr gut anschauen und sieht dann, dass die Aktie einfach die Tendenz hat, über den EMA 20 nach oben zu laufen. Und dadurch kann man den EMA 20 auch verwenden, um seine Stops nachzuziehen zum Beispiel. Wenn es steiler geht, eignet sich der EMA 9 ganz gut oder ein Bar-by-Bar-Stop. Und da muss man halt immer wieder schauen, was für eine Aktie habe ich gerade, wie verhält sich die Aktie und welche Methode könnte die richtige sein, weil Wissen tun wir es meistens ja erst im Nachhinein. Und es gibt natürlich auch Märkte oder Seitwärtsphasen, wo es im Prinzip um obere und untere, um einen Widerstand und Unterstützung geht. Und da nimmt man halt nachher diese Levels oder auch Pivotpunkte. Das ist ja das, was wir ja auch schon in der Trader Academy, weil du warst ja auch schon vor Jahren einer meiner Schüler, hast ja auch diesbezüglich quasi auch sehr, sehr viel von dem mitgenommen, was wir da auch gelehrt haben. Das ist auch meine persönliche Ansicht und auch meine persönliche Vorgehensweise hängt immer wieder eben auch vom Markt ab. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eher mehr, das ist vielleicht den Tipp, den ich jetzt auch an die Hörer und Seher jetzt so ein bisschen weitergeben möchte, was ich einfach gemerkt habe, dass wir so in normalen, schönen Anstiegen, so higher highs, higher lows, das Ding geht langsam und stetig nach oben, dann sehen wir eigentlich fast immer bei den führenden Wertpapieren, nehmen Sie einfach ein paar High-Beta-Aktien her, wie Apple, Facebook, Nvidia und Co., dass die einfach sehr, sehr gerne bei Korrekturen zum 20er oder zum 50er, also im Tagedurchschnitt zurückkommen, dann aber meistens ihre Trends weiter fortsetzen. Ja. Und etwas, was du auch machst, was ich auch sehr, sehr gerne mache, wenn man sieht, dass die Anstiege schon langsam ein bisschen steiler werden, EMA 9, warum EMA 9, da gibt es auch keinen heiligen Gral, exponentiell gleitende Durchschnittperiode 9 oder 8 oder 10, aber alles so in diese Richtung, da sind einfach sehr, sehr viele Algorithmen drauf programmiert, ja, und man sieht einfach auch teilweise bei den Intraday-Gewinnern, ja, Aktien, die so 15%, 20%, 30% Intraday steigen, die gehen fast so wie am roten Faden gezogen entlang des EMA 9 nach oben, und sobald der mal gebrochen wird, dann geht es meistens sehr, sehr schnell in Richtung Süden. Ja. Und wenn es halt dann sehr, sehr parabolisch wird, also fast schon vertikal in Richtung Norden, da hatten wir ja auch schon viele, viele Bewegungen in den letzten paar Monaten, sei es jetzt eine Tesla, aktuell würde ich eine Nvidia dazu zählen. Vor 2, 3 Monaten hatten wir die ganzen Impfstoffaktien wie BioNTech oder Moderna. Da verwenden wir auch bei Ratgebergeld dann sehr, sehr gerne einen Bar-by-Bar-Stop. Das heißt, dass wir wirklich ganz trivial hergehen und sagen, jetzt wird das Ding so steil, ich möchte meine Trailing-Stops nicht zu weit wegsetzen, einfach jeweils unter das Tief des vorangegangenen Tages oder der letzten beiden Tage, ist ein ganz trivialer Trailing-Stop. Aber der hat uns zum Beispiel jetzt auch im Portfolio Ride the Bull in Positionen wie Workday oder Snowflake, die gestern um über 10% gefallen ist innerhalb von 1, 2 Handelsstunden, einfach abgesichert, dass wir einfach ziemlich nahe am Höchststand noch rausgekommen sind mit sehr, sehr schönen Gewinnen. Das heißt, es hängt sehr, sehr stark auch immer wieder von der Situation ab, wie steil oder wie flach jetzt zum Beispiel auch ein Anstieg ist. Also das, was wir zum Beispiel auch im Swing Trading sehr gerne einsetzen. Andreas Bernstein, du tradest ja hauptsächlich den DAX. Ich unterbreche, aber ich habe noch eine Sache zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, auf dem Herzen. Und zwar, der Wolfgang hat das angesprochen, die Anpassung der Stopp an das aktuelle Marktgeschehen. Und da hatten wir in dem letzten Podcast, der Andreas Fink gewesen, der gesagt hat, Erfahrung ist im Trading unheimlich wichtig. Und das ist auch etwas, das lerne ich jetzt gerade in 2 Wochen in unserem Seminar in Düsseldorf auch wieder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine Sache ist halt sehr, sehr wichtig, dass man immer das Gleiche macht und immer das Gleiche in der richtigen Situation. Und das ist der Punkt Erfahrung, den ihr beide jetzt auch, Achim, du und der Wolfgang auch gesagt habt. Man braucht die Erfahrung, sein Stop-Management auch an den Markt anzupassen. Das heißt, das mache ich ganz genauso. Wenn ich einen schönen trendigen Markt habe, dann kann ich mit den Trendtiefs arbeiten. Und wenn der Trend gebrochen wird, gehe ich da raus. Wird es aber parabolisch, brauche ich eine andere Strategie. Du kannst in den gut trendigen Märkten sehr schön mit Emmas arbeiten. Wenn es aber zu heftig wird, musst du den Stoppwechsel machen. Und eines ist halt wichtig,
damit man das auch duplizieren kann, man braucht die Erfahrung zu wissen und zu sehen, in welcher, sag ich mal, in welcher Art und Weise reagiert der Markt gerade. Und wenn ich das sauber auf den Tisch bringen kann, dann kann ich mein Stop-Management dem Markt angepasst anbringen. Das mache ich im Trading auch so. Wenn ich einen Swing-Trade habe in einem schönen trendigen Markt und der läuft weit und ich merke, der geht parabolisch, dann arbeite ich nicht mehr mit dem Stops an den Trendtiefs, sondern dann ziehe ich halt an den Kerzentiefs nach, beziehungsweise ich gehe dann meistens eine Zeiteinheit kleiner und gucke mir dort die Trends an. Und das ist genau der Punkt. Und da kommt die Erfahrung mit ins Spiel. Und wenn man irgendwas Richtung Heiligen Gral geben möchte, dann ist es in meinen Augen die Erfahrung, die wir brauchen, um zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau, sehe ich auch so. Also ich würde sogar vergleichen, so wie jetzt mit einem Rallye-Fahrer. Ne? Bei schönem Wetter haben wir halt andere Reifen oben als wie bei Schneefahrbahnen. Und bei nassen Fahrwetter nehmen wir halt Regenreifen. Ne? Das ist halt einmal so. Und wir Trader wissen dann einfach, okay, für jeden Markt und für jede Marktsituation. Aber es ist dann immer ein fixer Reifensatz, den wir verwenden für eine bestimmte Marktsituation. Ja. Und nicht jetzt heute mal grüne Reifen, rote Reifen, schwarze Reifen oder sonstig etwas, sondern wir haben so unsere Werkzeuge, wo wir ganz genau wissen, okay, jetzt sieht das so aus und jetzt machen wir das auch so. Ja? Andreas Bernstein, ist nicht der bei der Formel 1 auch manchmal vorne, der einen Boxenstopp weniger hat und einfach mit den Allwetterreifen durchfährt? Wenn es nicht zu doll regnet, bestimmt. Mit Sicherheit, ja. Was mich bei dir noch interessieren würde, nachdem du ja auch den DAX tradest, Trailing Stops hast du gesagt, kommen ja bei dir eher weniger zum Einsatz, eher mehr die Rs. Tradest du ausschließlich nur den DAX oder hast du auch, so wie ich das gerne mache, ich habe für verschiedene Trading-Ansätze verschiedene Depots, ja, also ich habe für Day- und Swing-Trading mein eigenes Depot, ich habe für meine Fonds meine eigenen Depots, machst du das auch so, switchst du da ein bisschen oder hast du alles irgendwo auf einer Latte hängen? Nee, also ich switche auch, weil wir hatten ja gerade in der letzten Woche gesehen, letzte Woche Mittwoch als Beispiel, der DAX eine Schwankungsbreite von 43 Punkten zwischen Hoch und Tief. Also, oh Gott, das war ein Negativrekord dieses Jahr. Was willst du da machen? Also die ganze Zeit hier nur Kaffee reinkippen, macht auch nicht glücklich. Deswegen schaue ich schon nach rechts und links. Ich schaue auf den Bitcoin, ich habe den Euro-US-Dollar-Goldpreis. Nachmittags handle ich zum Beispiel den DAX so gut wie gar nicht, sondern die US-Märkte, also Nasdaq, Dow Jones. Und ich habe eine riesen Aktien-Research-Liste, die ich jeden Tag durchgehe mit meiner Community auf Twitch, wo jetzt ungefähr 100 Werte enthalten sind und wo sich die ein oder andere Trading-Gelegenheiten ergeben und die man dann auch intraday mit Volatilität nutzen kann. Du hast zum Beispiel gestern über die Solarwerte gesprochen, Achim, und ja, wir hatten uns Nvidia angeschaut, zum Beispiel neues Allzeithoch. Die Aktie war noch ordentlich im Plus und schloss dann über 3% im Minus. Oder auch die Zoom nachbörslich nach Quartalszahlen erst einmal nach oben geschossen und heute Morgen sind sie 8% im Minus in Deutschland. Und das sind eben Volatilität, die in Aktien stattfinden und die ich auch mithandle, auch auf einem Extrakonto. Da hast du schon recht, weil ich glaube nicht, dass es den Broker, da will ich keinem Broker zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass es den einen Broker gibt, wo man alles findet, alles handeln kann und alles zu attraktiven Konditionen abwickelt. Da sind wir auch schon beim Thema Risikostreuung, auch bei den Brokern, ne? Weil theoretisch es ist ja nichts auf der Welt zu 100% sicher. Also ich persönlich habe auch 4 verschiedene Konten, ja, für verschiedene Systeme, ja, wo ich wirklich sage, okay, gerade im Daytrading, da brauche ich immer primär einen Broker, der super günstig ist, ja. Natürlich ist die Sicherheit des Brokers auch ein Thema, aber da ist primär wichtig, hey, der muss super günstig sein und da muss ich viel traden können, ja. Währenddem ich jetzt zum Beispiel bei einem österreichischen Broker, wo ich mit Sicherheit mehr Spesen zahle, einfach vielleicht eine bessere Einlagensicherung habe und da mache ich halt eher die Trades, wo ich so 3-4 Mal im Jahr vielleicht etwas mache. Da habe ich zum Beispiel auch meine ETFs, meine Fonds, meine Anleihenfonds, Mischfonds und so weiter. Da kann man das dann schon auch einmal machen, dass man einen Broker hat mit höheren Spesen. Ja. Aber ich nagel dich jetzt trotzdem noch einmal fest bei diesem Thema auch längerfristige Veranlagungen. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast auch ETFs, Anleihen, Fonds und so weiter. Wie trailst du da deine Gewinne oder sagst du, nö, du hast den besten Fonds aller Zeiten da drin und den lässt du jetzt über Jahre liegen? Ja, also ich habe Branchenfonds, also ETFs, die auf Branchen ausgerichtet sind, wo ich einfach überzeugt bin, dass das in den nächsten 10, 15 Jahren ein Riesenthema ist. Zum Beispiel Altersmedizin oder allgemein das Altern. Da gibt es ein paar schöne Produkte. Ich will jetzt keine Anbieter nennen. Oder darf man? Eigentlich, oder? Ich weiß es nicht.
mach nur. Egal. Von BlackRock, da gibt es zwei schöne. Und die sind auch im Energiesektor ziemlich gut unterwegs. Da gibt es auch was bei Energien, die nicht erneuerbar sind, sondern bei diesen fossilen Brennstoffen. Und das sind halt Produkte, wo ich denke, da kommt es mir gar nicht drauf an, ob die jetzt 10-20% schwanken innerhalb eines Jahres, sondern da ist dieser langfristige View für mich einfach wichtig. Und das bilden ja manche auch ab mit solchen Ideen, für die wir vor 5 Jahren einfach eine Alkohollaune verantwortlich gemacht hätten. Zum Beispiel Weltraumtourismus, ja. Da gibt es ja auch diesen ARK-ETF und so weiter, wo man jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen schmunzelt, aber schon die Realität greifen kann. Die ersten Milliardäre sind schon ins All geflogen, aber wo ich fast meine Hand ins Feuer für lege, dass in 20 Jahren das was ganz Normales ist, dass man einfach mal sagt, ach, ich schnapp mir mal die Kinder, wir fliegen einfach mal zum Mond übers Wochenende oder so. Ja? Also das kann ja alles kommen und da verdienen auch Firmen ihr Geld zu Recht, weil die ins Risiko gehen und das Ganze erstmal entwickeln. Das machen übrigens nicht Staaten. Ja, also die weder NASA noch irgendwelche anderen Raumorganisationen haben das geschafft, was die Milliardäre hier mit Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk hier aus dem Boden stemmen an der Entwicklungsarbeit. Das muss man auch mal mit dem Hut zückend hier mal in den Äther streuen. Also das ist eine ganz coole Sache und das ist nichts, was man wirklich auf Wochen oder Monate dann mit irgendwelchen kleinen Durchschnittslinien beobachten sollte, sondern wo die Vision quasi im Vordergrund steht und wo man sagt, das lasse ich einfach liegen und ich bin überzeugt, von den 20 Jahren habe ich viel Freude damit. Und es gibt keinen Punkt, wo du sagst, da würdest du jetzt die Reißleine ziehen, wenn das mal in die falsche Richtung geht. Also ich überprüfe meine ETFs zum Beispiel nur einmal im Quartal und da schaue ich, wenn einer jetzt extrem nach unten läuft, also ein Beispiel ist vielleicht in den letzten 2 Jahren gewesen, vor 2 Jahren war das Thema Cannabis noch sehr, sehr gehypt. Da ist eine Tilray über 300 gestiegen, die steht aktuell bei 10. Ja, und da muss man irgendwann natürlich für sich überlegen, ist das noch etwas, wo ich investiert sein möchte oder nicht? Also ich lasse kein Investment so wie eine Telekom-Aktie von 100 auf 7 zurücklaufen, ja, im Extrem. Also da auch da würde ich dann sagen, langfristiger Blick, alles schön und gut, aber da habe ich mich einfach geirrt, dann gehe ich raus und den Rest macht man dann, wie Mike vorhin sagte, über das Risikomanagement, dass ich eben nicht mein Vermögen auf 3 ETFs aufspalte und dann einmal im Vierteljahr reinschaue. So ist es nicht. Also das sind halt dann kleine Positionen, die im Gesamtgefüge ins Portfolio passen und wenn es mal ganz, ganz herb läuft und eine dieser Positionen entwickelt sich sehr unterdurchschnittlich und mir ist es nicht aufgefallen, wobei ich jeden Tag am Rechner sitze, also irgendwie würde man das schon mitkriegen, wenn eine ganze Branche zusammenbricht, dann würde es mir auch nicht finanziell das Genick brechen. Übrigens auch Cannabis-Aktien, relativ interessante Geschichte, findet man glaube ich auch von mir auf YouTube noch ein Interview von der World of Trading vor 3 oder 4 Jahren, wo ich auch davor gewarnt habe, dass diese Blase höchstwahrscheinlich platzen dürfte, so wie fast jeder gehypte Markt irgendwann einmal fast platzt. Ne? Drum mich wundert ja, dass der Hype in den Bitcoins noch immer so stark anhält, aber das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Aber du hättest damals als Clickbait-Überschrift schreiben sollen, ist Ihre Sicht auf die Cannabis-Aktien vernebelt? Ja, das kann durchaus sein. Mike, ja. Ja. Du bist ja auch so ein Fan von Trendanalyse. Das heißt, dementsprechend weiß ich ja, obwohl wir nicht drüber geredet haben, dass du mit Sicherheit sehr, sehr viele von deinen Gewinnen auch über Pivotpunkte laufen lässt. Gibt es da auch für dich so kleine Sonderregeln bei Pivotpunkten, wie du da angehst? Machst du das in Tagescharts, Wochencharts? Ich persönlich mache zum Beispiel sehr, sehr gerne Trailen von Swing Trades mit Pivotpunkten im 30-Minuten-Chart. Das liebe ich. Ja. Ist dann meistens so ein 2 Tagestief fast der Stop, aber man kommt immer relativ schön raus, wenn die Märkte auch wieder drehen. Wie gehst du da mit den Pivotpunkten vor? Wie gesagt, was mich interessieren würde, wäre A, mal die Zeitebene und ob du da auch ein bisschen ein Feintuning drinnen hast, weil ab und zu gibt es ja sehr, sehr viele Pivotpunkte hintereinander. Hast du da einen Filter? Wie gehst du da vor? Das würde mich interessieren. Ja, also grundsätzlich habe ich ein klein wenig andere Sicht auf das Thema Pivotpunkte. Die meisten, die mit Pivotpunkten arbeiten aus der privaten Trader-Community, kennen das im Daytrading. Da schaut man ja sehr nach den Pivots, die dort sozusagen in den Charts auch angezeigt werden. Für mich ist ein Pivotpunkt tatsächlich ein Punkt, wie es der Name auch sagt, das ist für mich ein Drehpunkt. Und wenn wir zu dem Begriff Pivot und Drehpunkt kommen, ist das für mich wieder trendbasiert. Heißt also für mich, das sind die Punkte, die ich aus den Korrekturen habe, wo der Markt die Richtung wieder in Richtung des Trend wechselt. Das heißt,
Grundsätzlich, wenn ich zum Beispiel einen Swing Trade aufsetze im Bereich von Indizes oder Rohstoffen, manchmal sogar auch bei Währungen und bei den Aktien natürlich auch in den Bereichen, gibt der Tag die Richtung vor. Da sehe ich schon mal die große Analyse und im Tag entscheide ich auch, ob das jetzt für mich ein Kauf ist oder kein Kauf ist. Und wenn es für mich dann zum Thema der Skalierung kommt, also auch dort, wo ich dann sozusagen die Stops nachziehe oder in eine Position mich reinpyramidiere nach oben hin, da gehe ich dann in den Stundenchart rein. Also für mich hat sich das als gut erachtet, wenn ich den Tag in der Aktie habe, dass ich den Stundenchart nehme für die gesamte Trade-Betreuung. Und dort sind die Drehpunkte für mich immer die entsprechenden Zwischentiefs in den entsprechenden untergeordneten Trendverläufen. Und an diesen orientiere ich mich dann zum Beispiel auch für den Stopp-Nachzug. Und dazu, und das ist das, was du gerade gesagt hast, gibt es immer auch gewisse Zusatzregeln, nämlich die Verortung, an der der untergeordnete Trend gerade ist, in Bezug zum großen übergeordneten Tageschart. Das heißt, wenn wir dort an einen sehr, sehr starken Widerstand zum Beispiel ranlaufen, dann heißt das für mich, bitte gib dem Trade dort oben nicht mehr so viel Luft. Also das heißt, dann ziehe ich meinen Stopp schon ziemlich nah an den Markt ran. In dem Moment heißt das, wenn ich die Chance habe, auf das letzte Tief in dem untergeordnet laufenden Trend, dort ziehe ich das dort entsprechend ran und habe eine, sage ich mal, Systematik, die mir dann die Chancen gibt, mich in der Situation, wo es brenzlig werden könnte, ganz, ganz eng abzusichern und dann, wenn es den Rutsch nach unten gibt, dort rauszufliegen. Also das ist die Skalierung über die Pivot-Level sozusagen dann nach oben rein. Du machst das im Endeffekt ganz gleich wie ich. Also ich hab auch vor Jahren einen Stundenchart noch verwendet, bin dann aber weggegangen von dem Stundenchart, weil einfach für mich der 30-Minuten-Chart deswegen richtiger ist, weil er die Börse um 15.30 Uhr an der Wall Street eröffnet, eben gerade für US-Aktien. Wir haben ja eigentlich keine ganze volle Stunde als Eröffnung. Bei Rohstoffen und so weiter, die rund um die Uhr geöffnet sind und Indizes, Futures und so weiter, absolut. Ja. Aber ich bin dann eher mehr hergegangen und habe dann gesagt, für mich so persönlich die reine Wahrheit ist so der 30-Minuten-Chart. Aber der Ansatz ist absolut der komplett gleiche, gefällt mir sehr gut. Andreas Wink, auch eine Geschichte, die man immer wieder so von Tradern so hört, man braucht eben so am Anfang so gewisse Regeln. Ja. Meine Frage an dich, ich glaube nicht, dass du das so machen würdest oder vielleicht machst du es, aber mit bestimmten Randregeln. Macht es Sinn, einfach herzugehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen Rohstoff oder einen Index oder eine Aktie und setze jetzt einfach immer fix 5% oder 10% meinen Stop weg, wo ich sage, das ist mein Maximum Risk und ich mache das jetzt prozentual, ja, unabhängig davon, wie ein Chart aussieht. Was würdest du sagen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Oder wie könnte man da vielleicht damit umgehen? Macht eigentlich nur unter einem Gesichtspunkt Sinn, wenn ich vorher untersucht habe, wie groß meine maximale oder meine durchschnittliche Gegenbewegung ist im Vergleich zu meinem Einstieg. Dann kann es sein, dass da ein 5% Stopp da irgendwo passend ist. Aber ansonsten ist das völlig am Markt vorbei, wo ich da meine Stops reinlege. Also da braucht es schon die Sicht auf das Ding, auf den Markt aktuell, auf die aktuelle Marktlage und wo ich dann entsprechend auch gemäß der Volatilität, also der Schwankungsbreite von dem Markt, letztendlich die Nebengeräusche rausfiltern kann und dort meine Stops sinnvoll hinlege. Ja, also eine pauschale Aussage, 5%, 10%, erachte ich jetzt als nicht sinnvoll. Sehe ich genauso. Aber es würde zumindest vielleicht ein bisschen sinnvoller sein, wenn man zum Beispiel seine Positionsgrößen, die man vielleicht tradet, in Prozenten macht. Ein Prozent vom Portfolio, dass man vielleicht sagt, okay, so und so viel von meinem Portfolio, so und so viel Prozent möchte ich jetzt pro Trade platzieren. Ganz sicher sogar, denn wenn ich jetzt eine Strategie habe und die auch backgetestet habe, dann habe ich ja meine Systemkennzahlen, dann weiß ich auch, in wie viel Verlust-Trades ich in Serie mit im Worst Case auch rechnen muss. Nehmen wir mal an, ich muss mit 8 Trades in Folge rechnen, wo ich ausgestoppt werde und ich riskiere jetzt da zu viel, also nehmen wir mal an, 5-6% pro Trade von meinem Trading-Konto und ich werde 8-mal in Folge ausgestoppt, wer verliert da nicht die Nerven und den Glauben an ein System, was an sich funktioniert, aber halt nur bis zu einer bestimmten Positionsgröße. Ja. Wenn ich das überhebe, das System, dann ist es nicht mehr erfolgreich, weil ich da
entsprechend in der Verlustserie halt mein Konto platt mache. Sehe ich genauso. Wolfgang, bei dir noch eine Geschichte, die mich interessieren würde, nachdem du ja sehr, sehr gerne auch mit gleitenden Durchschnitten arbeitest. Ja, hast du da auch noch so irgendwo Sonderregeln eingebaut, wenn du jetzt zum Beispiel trailst mit gleitenden Durchschnitten? Weil wir haben mit ZB jetzt, wenn wir uns wirklich so Märkte anschauen wie gestern. Gestern war so ein typischer Tag, wo all die Growth-Aktien komplett auseinandergenommen worden sind. Ja. Wir hatten ja Asan, DOCN, Snowflake, Wido, Etsy, Shopify, wie sie alle heißen. Wenn man da jetzt zum Beispiel mit einer EMA 9 getrailt hätte, weil wir gesagt haben, okay, sehr, sehr steiler Verlauf, man nimmt den EMA 9 als Trailing Stop und der geht da jetzt wirklich intraday runter ganz, ganz stark. Hast du da noch irgendwelche Zusatzfilter, wo du sagst, nö, da gehe ich schon vorher raus oder wartest du auf den Schlusskurs im Tageschart? Naja, das kommt jetzt natürlich, hat jeder seine eigene Strategie. Meine persönliche Strategie ist natürlich, wenn ich die Verwerfungen im Markt schon feststelle und es eine Trading-Position ist, die kurzfristig ausgelegt ist, dann wird mir der Gesamtmarkt natürlich sowieso die Position mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Stop-Loss werfen. Wenn ich da die Möglichkeit habe, ich kann da vorher rausgehen, dann mache ich das natürlich. Mhm. Abschließend noch eine Frage in die gesamte Runde. Ich sehe jetzt gerade am Chat, die Leute könnten uns stundenlang zuhören. Mir macht das Medium auch unglaublich viel Spaß. Ich könnte auch mit euch quatschen, einfach ohne Ende. Aber wir haben es ja mal auf eine Stunde festgelegt und darum jetzt noch so abschließend auch so eine Frage, womit der man immer wieder auch in den Trading-Büchern auch sehr, sehr viel hört. Und da würde mich interessieren von denen, die vielleicht damit arbeiten. Average True Range. ATR, ja, das ist ja eine von den Geschichten, wo ich sage, das ist ja an und für sich jetzt nicht wirklich so ein künstlicher Indikator, den jetzt irgendjemand erfunden hat, sondern es ist ja eigentlich nur die durchschnittliche Schwankungsbreite von dem Medium oder von dem Produkt, das ich gerade trade. Mich würde interessieren, arbeitet jemand von euch mit ATR, ja, mit Average True Range und wenn ja, wie? Keiner. Andreas. Ich habe es ganz klar drin in meiner Stoppsetzung. Also sprich, ganz konkret heißt es, dass ich ein ATR unter, also bei bestimmten Setups ein ATR unter dem letzten Pivot-Tief meinen Stopp setze. Hör ich auch sehr, sehr oft. Ja. Also ich verwende den ATR, also auch vielleicht so abschließend noch eine Geschichte, wo ich den sehr, sehr gerne verwende. Ich trade ja unglaublich gerne so Momentum-Aktien, die nach oben gappen und so weiter. Und was uns ja schon aufgefallen ist, ist, dass im Intraday diese Aktien sehr, sehr gerne entlang des EMA 9 nach oben gehen. Ja. Und ich habe wirklich einen trivialen Versuch einmal gemacht. Ja. Ich habe mir da wirklich mindestens 200 Trades angesehen, die ich jetzt vielleicht nicht live gemacht habe. Aber jeden Tag kann man sich ja die stärksten Aktien anschauen. Man hat jeden Tag mindestens 30 bis 50 Beispiele von Aktien, die 4-10% steigen an der Wall Street. Etwas, was mir aufgefallen ist und was wirklich wahnsinnig gut funktioniert, und ich gebe auch heute wirklich diesen für mich heiligen Gral wirklich gerne weiter, das ist der EMA 9 im 5-Minuten-Chart. Schaut euch das wirklich einmal an bei Aktien, die sehr, sehr steil laufen, also prozentual sehr, sehr viel an Wert zulegen. Und da gehe ich dann wirklich her und ziehe dann einfach einen ATR ab. Das heißt, habe ich jetzt eine Aktie, die steht jetzt beispielsweise bei 50 US-Dollar und mein EMA 9 ist bei 49,50, dann ziehe ich einfach von diesen EMA 9 noch einen ATR ab. Und das ist quasi so auf der Art, so wie ein Trailing Stop, der ein bisschen unter den EMA 9 mitläuft. Und ich würde fast sagen, bei den Aktien, die so einen richtigen mega starken Trend Day haben, habe ich da fast eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich da ziemlich nahe am Hoch mit diesen Geschichten rauskomme. Aber wirklich nur dann, wenn ich sehr, sehr stark trendige Aktien habe. Wenn ich das bei normalen Aktien mache, die 0,5 oder 1% zulegen oder abfallen innerhalb von einem Tag, dann funktioniert das tendenziell nicht ganz so gut. Ja. Also vielleicht etwas, was man einfach mal probieren kann, nicht probieren muss. Ja. Und was mir heute einfach mal sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass man wirklich gesehen hat, es gibt im Endeffekt sehr viele verschiedene Ansätze, aber summa summarum weiß jeder von uns ganz genau, in welchem Markt er tradet. Ja. Welche Trailing Stops er nimmt, der eine mehr, der andere weniger. Wir haben ein bisschen was über das Thema R und Trefferquote gehört, aber jeder hat so einen gewissen fixen Baukasten und
Was ich glaube ich, und ich würde jetzt einfach immer jeden von euch dann auch abschließend bitten, vielleicht noch einen Tipp des Tages mitzugeben für diesen Content, den wir heute haben. Also mein Tipp des Tages wäre, bleibt diszipliniert und macht immer das Gleiche. Und wenn ihr immer das Gleiche macht, dann kriegt ihr einfach ein sehr gutes Feedback vom Markt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann könnt ihr auch beginnen, ein bisschen Feintuning zu machen, wo man wirklich hergeht und sagt, okay, jetzt sollte ich ein bisschen weiter weggehen oder ein bisschen enger hingehen mit meinem Stop. Vielleicht ist es nicht ein ATR dann der heilige Gral, sondern vielleicht in den Märkten, die ich trade, 0,8 oder 1,5. Da kann man dann, so wie eben beim Rallye-Sport, dann hinten mit den Heckspoiler ein bisschen spielen, mit der Federung, ja, Reifen ein bisschen stärker, schwächer, Gummimischung. Das sind so die Kleinigkeiten, ja, wo man dann eben, wenn man immer wieder Kontinuität hat und das Gleiche macht, damit spielt, ja. Andreas Bernstein, was wäre dein abschließender Tipp noch zu diesem Thema Gewinne laufen lassen? Fällt dir was ein? Also ich würde nicht auf diese großen Gewinne abzielen, weil das macht einen auch im Kopf irgendwie irre und ernüchtert auch, wenn sie da nicht kommen. Also ich vergleiche das gerne mit Tieren. So ein Eichhörnchen, glaube ich, ist viel, viel glücklicher. Das sammelt viele kleine Nüsschen ein, so wie ich als Daytrader viele kleine Gewinne, ist am Ende auch satt. Im Gegenteil dazu ein Löwe, der vielleicht einmal in der Woche sich den Magen vollschlägt, dann nur noch rumlümmelt, sich nicht bewegen kann, aus dem Opfer werden kann in der Zeit und dann wieder auf die Jagd gehen muss. Und deswegen ist für mich das was Entspannteres. Gebe ich dir absolut recht, bin ich auch bei dir. Ja? Mike, dein Tipp des Tages? Mein Tipp des Tages, macht Fehler bei dem Thema Risikoabsicherung und lernt draus. Das hat mir geholfen, profitabel zu werden, weil in die Gewinne läufst du nur, wenn du dein Stoppmanagement im Griff hast. Und mir hat es unheimlich viel geholfen, zu analysieren, warum ich Verluste mache, wie ich da reinkomme. Und dann habe ich halt überlegt, wie ich da rauskommen kann. Und dann habe ich mir eine Strategie erarbeitet, sozusagen auf mich angepasst, aus meinen Fehlern zu lernen. Und das hat mich vorangebracht. Das heißt, zum mit nach Hause nehmen, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und daraus zu lernen, ist die Kunst. Und das macht man, wenn man erfolgreich sein möchte, sich zur Ausgabe, aus den Fehlern zu lernen. Was gut funktioniert, wird beibehalten. Was schlecht ist, wird rausgestrichen. Danke dir. Andreas Fink, dein abschließender Tipp des Tages zum Thema Gewinne laufen lassen. Mal nochmal aufgreifen, Gewinne laufen lassen und nicht die Verluste laufen lassen und sich dann anschaut, warum oft Verluste laufen gelassen werden, weil eben Stops nicht drin sind, weil Stops versetzt werden oder zu weit weggesetzt werden. Wenn man sich da verdeutlicht und im Kopf klar macht, dass man weg von diesem Ergebnis von dem nächsten Trade, also ob der jetzt positiv oder negativ ist, dass man sich da jetzt keine Angst davor hat, sondern da wegbewegt und sich überlegt, nee, eigentlich ist wichtig, meinem Prozess zu folgen, meinem Regelwerk zu folgen. So wie du es angesprochen hast, Achim, diszipliniert, Tag ein, Tag aus, Trade ein, Trade aus, nach Regelwerk zu handeln. Und weg von diesem, was passiert aktuell in diesem Trade, ist er positiv, ist er negativ? Und um da keine Emotionen zu entwickeln und Fehlentscheidungen zu treffen, weg vom Ergebnis hin zum Prozess, das ist so der Tipp, da an sich zu arbeiten, das ist echt wichtig. Das heißt, trade deinen Plan. Ne? Ja. Wolfgang, dein abschließender Tipp zum Thema Gewinne laufen lassen. Wie hast du es verbessert und was war bei dir vielleicht so der Meilenstein bei dir im Trading, dass es dann wirklich geklappt hat? Ja, wahrscheinlich kann man es kurz und knackig zusammenfassen. Letztendlich ist es ziemlich egal, mit welcher Methode man es einmal versucht und beginnt. Wichtig ist, dass man es macht. Und wenn man eher so die Eichhörnchen-Taktik, wenn man mit der eher glücklich wird und man macht es noch nicht, dann macht es natürlich auch einen Sinn, dass man jetzt anfängt, Teilgewinne mitzunehmen. Weil dadurch verbessert man natürlich auch sein Wohlbefinden in der Form und bleibt dann auch dran. Genauso ist es. Also, ihr seht, über dieses Thema könnten wir, glaube ich, noch Stunden debattieren. Und vor allem, es ist einfach so ein Thema, wo man wirklich sieht, das geht in so viele verschiedene Richtungen. Es hängt ab von den Märkten, die wir traden, es hängt ab von den Zeitzonen, die wir traden, es hängt ab von der Behaltedauer, die wir, wie lange wollen wir bestimmte Positionen behalten. Es hängt teilweise von der Steilheit einer Bewegung ab. Ja. Man wird mit Sicherheit auch bei
Long- oder Short-Positionen, ja, habe ich auch ganz andere Trailing-Methoden bei einfach Märkten in Short-Phasen oder in Abwärtsphasen wesentlich steiler und volatiler gehen als zum Beispiel in Aufwärtsphasen. Und da, es gibt einfach so viele verschiedene Werkzeuge, die man braucht. Ja. Und das ist auch immer so mein Tipp, den ich in der Trader-Akademie auch ganz gerne mitgebe. Versucht es einfach einmal in einen Markt mit einer gewissen Strategie, einmal in einer Zeitzone. Nicht zu viel probieren, nicht zu viel herummachen und mal das eine, mal das andere, sondern einfach mal bei einem Thema bleiben, auch nicht die Märkte switchen, heute mal Rohstoffe, dann morgen Indizes, übermorgen machen wir wieder Futures und dann wieder Optionen und dann Aktien und dann Penny Stocks und dann dieses, jenes. Sondern wir haben heute von jedem eines vielleicht wichtig herausgehört, das Thema Kontinuität, Disziplin, Regelwerk. Und ich glaube, wenn jeder mal beginnt, sein eigenes Regelwerk mal aufzustellen, das vielleicht auch mal schriftlich niederzuschreiben und zu sagen, genau so möchte ich das machen, dann erst kann man eruieren, ob das auch wirklich funktioniert oder nicht. In diesem Sinne darf ich mich noch einmal bei allen Protagonisten des heutigen Tages hier recht herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise mit unseren Podcasts hier noch weitergeht. Wir werden diese Woche dann auch noch daran arbeiten, dass wir das wirklich dann auch bei den Podcast-Kanälen dann noch hochladen. Von den Zuschauern her sage ich auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, denn ohne euch würden wir uns wahrscheinlich auch gar nicht hier unterhalten. Wir telefonieren zwar immer wieder, aber nicht in einer so schönen Runde, wie wir es jetzt hier haben. Und wenn es euch gefällt, teilt die Links, teilt die YouTube-Videos, teilt es auf Facebook dort und da, denn je mehr Zuschauer wir haben und je mehr interessierte Teilnehmer wir haben, umso besser werden natürlich auch dann die Themen, obwohl ich glaube, wir haben jetzt schon hervorragende Themen, aber es freut uns natürlich auch, wenn wir merken, hey, da ist eine riesen Community dahinter, denen gefällt es und empfiehlt es weiter. Das ist dann letzten Endes schon Dank genug. In diesem Sinne, bleibt gesund, ja, und hoffentlich schon bald zum nächsten Podcast dann wieder. Wir werden es schaffen im Dezember, oder? In diesem Danke. Sinne, denke ich. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Tschüss, baba. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.